Da unten raus knallen die Korken wieder. Den haben wir uns bei Bofors mal geholt. Wir mögen ja gern, weil alkoholfrei ist. Spritziges, süffiges. Da ich ja nicht mehr an der Quelle sitze, muss ich ja andere Quellen auftun. So, ich probiere schon mal, Monika. Ja, probier du mal. Brennt jetzt natürlich auf der Zunge was durch die Pfeife. Das ist Kohlensäure. Aber lecker, ne? Also ist Geschmack Pink Grapefruit. Und ist wirklich lecker. Es gibt ja so Zeug, das schmeckt richtig künstlich, aber das ist süffig. Gut, jetzt für Grapefruit würde ich das auch nicht klassifizieren. Würde ich auch nicht drauf kommen, wenn ich nicht wüsste. Aber ist lecker, kann man gut trinken. Bevor ich jetzt, wir machen heute nicht viel. Wir sind im Garten. Das ist der Sonntag vor Muttertag. Kleines Video habe ich gesagt. Den ersten Salat haben wir heute schon geerntet. Ja, kurz, was rauche ich? Ich habe hier eine schöne Pfeife, die habe ich mal beim Daniel Möbs mal abgetauscht. Und in der Pfeife habe ich den Crew Number One von Peter Heinrich, das ist ein Flake. Der hat so leichtes Honigaroma. Moni, wo ich die Pfeife eben angemacht habe, sagte Monika, hier riecht es die Zuckerwatte. Zuckerwatte. Oder? Die Zuckerwatte, ja, ist ein schöner, angenehmer, leichter Tabak, leichte Süße, Virginia natürlich. Angenehm zu rauchen. Ja, die Feuerplatte, die muss ich auch mal die Tage abschleifen und in Gang setzen. Da machen wir aber ein separates Video. Heute machen wir nicht viel. Ein paar Würstchen, ein paar Steaks auf dem Grill. Aber ein paar Videosequenzen auf jeden Fall. Später. Da gucken die Kartoffeln raus. Ja. Also, so. Also, Kartoffeln sind das hier, ne? Das sind Kartoffeln, das sind Kartoffeln. Da kommen welche. Gucken wir mal, dass dieser wird. Und der kleine Nico. Aber wir machen jetzt mal einen Rundgang durch den Regengärten. Zeigen wir mal den Baum, der hier bei uns ist. Ja, der Baum, der hier abgestürzt ist, genau. Der ist nicht uns der Baum, der steht auf der Bahnseite. Also wir haben hier einen Garten, der liegt an der Bahnlinie und da steht eigentlich draußen. Der wäre besser auf die Gleise gefallen, da hätten den gefällt. So liegt er bei mir im Garten. Ja, leider. Und darunter begraben ist eine... ein Schmetterlingsflieger, Flieder. Ja, der kommt doch schon oben raus. Ah, der wächst durch. Na gut. So, das hier Stachelbeere. Und das hier ist die kleine Stachelbeere. Eine riesen Wildkirsche. Wildkirsche. Hat immer jede Menge Früchte, nur ist da nicht wirklich was dran. Genau. Ja, sieht immer alles nackt aus, roh, aber in ein paar Monaten wird das hier alles erblühen, das ist Monis neues Beet. Genau. Kräuter. Und ich habe ihn endlich. Ganz verstohlen. Hier.
Das ist ein Beinwell. Ich habe mal gedacht, im Wald einen gefunden zu haben, waren aber nur die Blätter und habe den heimlich ausgegraben und in den Garten gebracht. Das war dann ein Fingerhut. Der wächst übrigens vorne, ganz fleißig. Ist ja auch sehr schön. Und ein paar Studentenblumen, die mag der Jürgen. Dahinter haben wir so eine Beeteinrandung, so ein paar Blumen, also Kresse, also Kapuzinerkresse und sowas gepflanzt und ein paar Sonnenblumen. Dann haben wir hier was Thymian. Und was haben wir noch? Hier ist auch noch, ich glaube, das war der Oregano, Rosmarin und nochmal Studentenblümchen. Und hier soll wachsen Petersilie und Radieschen. Ja, wir haben etwas feuchte Luft, es hat geregnet, das geht mir immer ein bisschen auf die Bronchien. So. Und natürlich wächst hier auch wilde Kräuter dazwischen, das ist ja völlig klar, nämlich hier zum Beispiel, wer hätte es gedacht, die Knoblauchrauke und jede Menge Klettenlabkraut, etwas mehr als einem lieb ist. Und hier wächst ganz schön viel der Gundermann. Dann wächst seit neuestem bei uns der Girsch. Das macht uns jetzt nicht unbedingt Panik, weil wir essen den. Der wird gepflückt und gegessen, genauso wie die Knoblauchrauke. Ja. Und was auch gut bei uns wächst, ist hier dieser Freund, das Schöllkraut. Ein sehr wichtiges Heilkraut. So. Ja, den Buchsbaum haben wir dieses Jahr mal was geschnitten. Und was ist jetzt dein Teich? Mein Teich, den wollten wir ja. Ich wusste nicht. Ich hatte die Schlange ja wieder zu Besuch. Ach ja, wir hatten eine Schlange zu Besuch, ganz genau. Mal schauen, ob sie noch da ist. Aber. Also, wir hoffen, dass dieses Plätschern die Schlange vertrieben hat. Denn wir haben auch schon wieder Molche gesehen. Ja, die Schlange hat jedenfalls 10 Fische aufgetötet. Ja, und wahrscheinlich alle Molche. Die hat einfach alles gefressen. Naja, schauen wir mal. Ja, dann können wir hier noch. Ich hoffe, dass wir jetzt morgen übermorgen Betrieb nehmen. Ach ja, der Brunnen hier, ja. Ne? Genau. Ich habe noch eine Pumpe gekauft. Jetzt muss ich einen passenden Schlauch finden, dass ich das Wasser von hier in den Brunnen. Hier rein, da runter und so weiter. Genau. Ja, das ist schon mal gut. Ja, und das ist ein ganz, ganz alter Flieder, der hier ordentlich Blüten hat. Ja. Und dieses kleine Bäumchen hier, das war mal unser Versuch. Also jetzt ist er auch ganz schön in die Höhe geschossen. Das ist eine Magnolie, soll mal eine werden. Hier wächst jetzt unser Schnittlauch. Und wie ihr seht, das warte ich schon sehnsüchtig hier auf die Blüten. Wir hatten ja gesagt, die müssen abgeschnitten werden, das ist aber Quatsch. Nein, das machen wir nicht, denn die Blüten haben ein ganz feines, zwiebeliges Aroma. Kann man schön mit Butter tun, und bunte Butter, super Party mit Brinsel. Also Jürgen schwärmt schon, das wollte ich jetzt eigentlich auch gesagt haben, aber ihr habt es ja schon gehört, kann man eine ganz tolle Butter mitmachen. Und die schmeckt ganz fantastisch. Hier kommt ein Pfefferminz raus. Das ist ein Batterie zu niedrig schließen. Ja, dann bis später.